Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Ypos Finanzplanung darf ich Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Update begrüßen. Die japanische Notenbank hat heute mitgeteilt, dass sie auch Strafzinsen festlegen wird. Die Rate wird bei 0,1% liegen. Das ist also der Zins, den die dortigen Banken zahlen müssen, sofern sie Überschussreserven bei der dortigen Notenbank zahlen. Und Sie werden nun am Wochenende vieles lesen zum Thema globaler Währungskrieg, dieser Wettkampf zwischen den verschiedenen Staaten, bei der man versucht, seine eigene Währung zu schwächen, um den Export hier wiederum zu stärken. Das führt natürlich wiederum zu Ausweichreaktionen, respektive natürlich auch zu Interventionen der anderen Währungsräume, und so schaukelt sich das Ganze hoch. Darauf will ich gar nicht weiter eingehen, sondern ich möchte Sie dafür sensibilisieren, dass Sie zwischen Symptomen und strukturellen Ursachen unterscheiden können, damit Sie bessere Hinweise für Ihre eigenen Anlageentscheidungen und natürlich auch Ihre private Finanzplanung treffen können. Wir steigen ein in der Eurozone. Sie wissen, die Europäische Zentralbank hat ja ein spektakuläres Anleiheaufkaufprogramm gestartet. Dazu sind die Zinsen bei Null. Wir haben einen negativen Einlagezins für die Banken. Und hier sehen Sie mal die Geldmengenaggregate, also doch auch etwas, worauf viele Volkswirte schauen und wo man versucht, Rückschlüsse draus zu ziehen auf die wirtschaftliche Aktivität und auf die Kreditexpansion. Und Sie sehen hier für die verschiedenen Aggregate, sehen Sie, dass wir in der 12-Monats-Veränderung tendenziell hier uns eher nach unten bewegen. Und das, obwohl die Europäische Zentralbank ja so spektakulär interveniert hat. Man könnte sagen, ja, die Notenbank kann nichts herbeizaubern, und das doch wohl eher auch ein Symptom dessen, was wir als strukturelles Problem haben. Wenn wir nach China schauen, da lesen Sie die Überschrift "Mehr Kredit, weniger echte Impulse". Dieser Chart von Bloomberg sagt Ihnen nichts anderes, als dass Sie früher für 1 Dollar Kreditwachstum, naja, auch mal in China irgendwie so 80 Dollar Cent Wirtschaftswachstum bekommen haben und dass Sie heute, naja, noch so bei um die 27 Cent Wirtschaftswachstum stehen pro Dollar Kreditexpansion. Das heißt, Sie brauchen immer mehr Kredit, um immer weniger echtes Wirtschaftswachstum hier zu produzieren. Und da man natürlich auch in China verhindern möchte, dass sie sehr, sehr starke Konjunkturschwankungen haben, die die Gesellschaft treffen, die vielleicht auch zu sozialen Unruhen führen können, greift man natürlich immer wieder in das System ein und versucht, das hier planwirtschaftlich zu reparieren. Aber Sie sehen, die Effekte sind immer kleiner, und da der Effekt kleiner wird, muss man eben immer mehr Geld ins System hineinpumpen, muss immer unorthodoxer agieren, und letztendlich treiben wir natürlich auch da auf globaler Ebene die Vermögenspreise nach oben. Aber meines Erachtens, wie gesagt, das sind ganz klar die Symptome. Kommen wir zu den Ursachen. Hier ein meines Erachtens sehr guter Erklärungsversuch des US-amerikanischen Vermögensverwalters PIMCO auf der linken Seite. Also hier sehen Sie die 10-jährigen Realzinsen in den USA, also quasi die Rendite einer 10-jährigen Staatsanleihe abzüglich der offiziellen Inflationsrate. Und Sie sehen schon hier, diese Realzinsen kommen spektakulär nach unten im sehr, sehr langfristigen Kontext. Wenn wir uns 200, 300 Jahre anschauen, stellen wir fest, dass die sehr hohen Zinsen der 70er und 80er Jahre wohl eine Anomalie waren aus gewissen Gründen, und dass die Realität wohl eher so sein sollte, dass die Zinsen bedeutend niedriger sind. Und PIMCO hat nun versucht, das mal aufzuspalten, warum wir diesen Rückgang haben. Und dieser Rückgang doch relativ stark. Sie sehen es hier, 450 Basispunkte. 100 Basispunkte sind 1%. Dementsprechend sind 450 Basispunkte 4,5%. Soweit also der Rückgang des realen Zinsniveaus gemessen hier bei den US-amerikanischen Staatsanleihen, die ja wiederum als Leitindikator und als Basiswert für viele, viele Arten von anderen Anleihesegmenten und dementsprechend auch anderen Kapitalmarktpreisen, aber auch Nicht-Kapitalmarktpreisen wie Immobilien zu sehen sind. Also, die haben es aufgeschlüsselt und sagen: Okay, wir haben ein geringeres Trendwachstum, da haben wir 100 Basispunkte verloren, wir haben ersparnisfördernde Faktoren, wie zum Beispiel die Demografie. Also sprich, es wird letztendlich hier dadurch, dass die Bevölkerung im Schnitt älter werden, wird mehr gespart. Wir haben das Thema Ungleichheit in der Verteilung der Vermögenswerte, und auch hier ist es wohl gut nachvollziehbar, dass 10.000 Personen mit 10.000 Euro Vermögen tendenziell mehr konsumieren als eine Person mit 1 Million Euro Vermögen. Ich glaube, das ist allen klar, was hier der abnehmende Grenznutzen auch ist. Wir haben den Leistungsbilanzüberschuss der Schwellenländer, der hier noch mit beiträgt, und dann noch verschiedene andere Bereiche, die den Investmentmarkt belasten, also hier die relativen Preise von Kapitalgütern. Wir sehen, dass die öffentlichen Investitionen
jenen Effekt haben und höhere Risikoaufschläge. Und einen Teil kann man nicht erklären, aber insgesamt sehen Sie schon sehr, sehr viele strukturelle Themen, die zum Teil sich auch gar nicht umkehren lassen. Und das zeigt meines Erachtens auch sehr, sehr schön, dass wir auf der einen Seite diese langfristigen Trends haben und vieles, was ich Ihnen eben auch als Symptome gezeigt habe oder was auch die Schlagzeilen in den Medien dominiert, dass eher, wie gesagt, die kurzfristigen Reaktionen bzw. die grundsätzlichen Interventionen hier von der Seite der Notenbanken und teilweise auch von der Fiskalpolitik, aber für den Blick nach vorne heißt das natürlich, wir müssen uns mit einem anderen Zinsumfeld auseinandersetzen, wir müssen uns mit den Nebenwirkungen dieser vielleicht hoffnungslosen Gegenmaßnahmen der Zentralbanken auseinandersetzen, weil diese natürlich starke Auswirkungen auf die Vermögenspreise haben und dementsprechend auch die Schwankungen der Vermögenspreise zum einen erhöhen können und zum anderen natürlich die Preise so stark nach oben gehen, dass die erwarteten Erträge aus verschiedenen Vermögensklassen für die Zukunft niedriger ausfallen, so wie wir es ja bei den Anleihen offensichtlich sehen, aber auch bei den zyklusgeglätteten Kursgewinnverhältnissen am Aktienmarkt zeigt ja der Blick in die Historie, dass die Einkaufspreise durchaus eine Auswirkung haben auf den erwarteten Ertrag für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Und damit meine ich natürlich nicht einen DAX-Stand in absoluten Punkten, sondern immer die Frage, was muss ich heute ausgeben, um einen erwarteten Cashflow zu kaufen? Und da ist, ich glaube, klar, je günstiger ich diesen erwarteten Cashflow erwerbe, desto höher ist mein zu erwartender Ertrag für die Zukunft. Also, wichtiges Thema. Die Frage für uns als Anleger, was muss ich jetzt tun? Und Sie können es hier lesen, es soll ja nicht dramatisch klingen, aber alles muss auf den Prüfstand. Und wenn ich alles sage, dann meine ich wirklich alles, weil die Auswirkungen sind wirklich sehr stark. Wir sehen die Niedrigzinsphase, die kapitalgedeckte Altersvorsorge in Versicherungen, in berufsständischen Versorgungswerken, in Pensionskassen massiv trifft. Wir sehen die Rückstellungen auf der Passivseite der Bilanzen bei den Unternehmen. Das geht bei der mittelständischen GmbH los, geht bis zu den DAX-Konzernen und vereinfacht gesprochen erhöhen hier diese niedrigen Zinsen den Refinanzierungsbedarf. Die Unternehmen werden tendenziell auch einiges aus dem Cashflow zahlen müssen. Und was man aus dem Cashflow rausnimmt, um es für Rentenverpflichtungen zu verwenden, das kann ich eben nicht für Investitionen oder Dividenden für die Aktionäre verwenden. Das geht noch weiter natürlich in die Depots hinein. Klassische Mischfonds, bei denen Risikostreuung gut funktioniert hat, solange Zinsen gefallen sind. Das ist leider auch vom Tisch. Das heißt, hier die Rendite-Risiko-Kennzahlen der Mischfonds sind für die Zukunft nicht mehr so gut zu erwarten, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Und selbst Ihre private Krankenversicherung, die hat so kalkuliert, als würde es Zinsen geben. Und da es keine Zinsen mehr gibt, wird es hier einen Ausfall geben auf der Einnahmenseite. Und dieser Ausfall auf der Einnahmenseite, den wird man natürlich kompensieren müssen in Form von Beitragserhöhungen für die Versicherten. Dementsprechend in diesem kleinen Roundup, es muss wirklich alles auf den Prüfstand, man muss sich mit der Situation auseinandersetzen und ich denke, man kann durchaus sagen, dass der Schaden aus dieser sehr, sehr anspruchsvollen Niedrigzinsphase sowohl auf die Geschäftsmodelle von Banken und Versicherungen, aber auch auf die private Finanzplanung und die Depotstrukturierung bedeutend größer sind als ein Börsencrash von 20% oder 25%, weil bei einem Börsencrash treffen Sie die Leute, die an der Börse aktiv sind und da sollten hoffentlich Anlagehorizont und Risikostruktur der Anlagestrategie zusammenpassen. Aber hier treffen Sie wirklich jeden, weil dieser Zins wirklich überall drin steckt und dementsprechend eine ganz starke Auswirkung und dementsprechend hier der Leitmaß, alles muss auf den Prüfstand. Hierzu stehen wir natürlich gerne als Ansprechpartner zur Verfügung für das Thema zeitgemäße Finanzplanung. Ich habe jetzt hier die Frau Hassenzahl abgebildet, mit Sicherheit der attraktivste Mitarbeiter, die attraktivste Mitarbeiterin in unserem Team. Es gibt natürlich auch Männer, aber wie gesagt, ich wollte nach diesen ja doch trostlosen Nachrichten, wollte ich zumindest optisch hier nochmal was Positives bringen. Also in diesem Sinne, für Rückfragen, für Anregungen, kommen Sie gerne auf uns, gerne auf die Kollegen zu. Ich darf Ihnen eine gute Zeit wünschen, machen Sie es gut, bis bald, Ihr Christoph Leichtweiß.